Bei uns geht es nun mit dem Pulverfestival in Feldkirch weiter. Jedes Jahr ist die Gestaltung komplett neu. Beim Pulvergenerator in Hohenems werden die Weichen gestellt. Konzepte für Architektur, Grafikdesign, Produkt- und Raumgestaltung, digitale Projekte, Literatur und Kunst nehmen Gestalt an. Dieses Jahr lautet das Thema Dimension. Zu Gast bei mir im Studio ist nun David Altweger. Der Motion Designer aus London hat eine Projektgruppe der Fachhochschule Vorarlberg geleitet. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind ja vieles, visueller Künstler, Regisseur, Digital Media Designer, unterrichten auch an der Universität und an der Fachhochschule jetzt. Warum war es denn für Sie persönlich reizvoll, an der Gestaltung des Pulverfestivals mitzuwirken? Also das Pulverfestival, also zuallererst bin ich mal halt Dozent jetzt am Fachbereich Gestaltung, am Kurs Intermedia. Und das Pulverfestival ist natürlich immer daran interessiert, dadurch, dass sie sich immer neu gestalten, sind die immer daran interessiert, mit interessanten Menschen zusammenzuarbeiten und das jedes Jahr neu zu machen. Und da bietet es sich natürlich an, mit unseren Studenten zu arbeiten. Können Sie uns vielleicht schildern, was die Besucherinnen und Besucher des Pulverfestivals in Sachen medial-visueller Gestaltung erwartet heuer? Naja, das Pulverfestival prinzipiell haut eine Wahnsinnsshow raus, finde ich. Also die bauen da immer die ärgsten Sachen mit Architekten gemeinsam. Und in unserem Fall, wir haben uns darauf konzentriert, das Wohnzimmer zu gestalten. Und da ist es wirklich darum gegangen, so einen kleinen Space in dem Festival, der ein bisschen ruhiger ist, wo man vielleicht mal ein bisschen hängen bleiben kann, zu gestalten. Wir haben da mit den Studenten halt visuelle Medien entwickelt, die dann dort projiziert werden. Und die Studenten haben auch das Gesamtkonzept irgendwie gemacht und haben das Material umgesetzt, also in meinem Unterricht. Und ich habe das dann gemeinsam mit ihnen dort gebaut. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind an der Fachhochschule tätig im Fachbereich Gestaltung. Mhm. Mit Ihrer Projektgruppe, wie sind Sie da vorgegangen? Wie können Sie uns da diesen kreativen Prozess schildern? Naja, also im Fachbereich Gestaltung geht es hauptsächlich um interdisziplinäres Arbeiten. Im weiteren Sinne ist das natürlich in größeren Zusammenhängen gedacht. Ja, also da geht es um systemisches Design. Aber in meiner Erfahrung kann man in so kleineren Projekten, wo es irrsinnig viele Stakeholder gibt, wo es jetzt die Universität, das Festival, das Publikum, die technischen Möglichkeiten, da gibt es irrsinnig viel auszuloten für die, also kreativ jetzt, aber auch wenn es um den Ablauf geht. Und da lernen die Studenten auf eine kreative, spielerische Art und Weise, wie das Orchestrieren von solchen Vorgängen irgendwie funktioniert. Sie sehen auch, wie unpredictable manche Vorgänge sind, ja, und wie alles eine Negotiation ist und wie sich Dinge im Laufe der Zeit in jedem Projekt immer ändern und irgendwie weiterentwickeln. Aber sie können da in so einem kleinen, geschlossenen Biotop quasi lernen, wie man verschiedene Stakeholder glücklich macht in Wirklichkeit. Wie viele Studierende waren denn da an der Projektgruppe in der Pulpa beteiligt? Da haben wir jetzt 12 Studenten gehabt, das ist eine kleine Werkstatt gewesen. Und wie haben Sie das als Leiter koordiniert? Naja, koordiniert. Im Endeffekt, da gibt es mehrere Sachen zum Navigieren, weil einerseits gibt es ja den Generator, da kommen Studenten eher aus dem Produktdesign und die machen dann ein Konzept für den Raum, das dann umgesetzt wird oder auch nicht. Also da geht es auch wirklich darum, um die Machbarkeit und die arbeiten sehr konzeptionell. Meine Studenten haben das dann begleitet natürlich, haben viel zugehört, haben sich das angeschaut und im Endeffekt auf die Situation, die sich dann dort präsentiert hat, reagiert und haben dann in der Werkstatt Material gemacht. Und ich mache meinen Unterricht eher so, dass ich mich eher als ein Collaborator sehe von den Studenten und dann den kreativen Prozess, so wie ich den irgendwie aus der Industrie kenne, irgendwo mit ihnen durchlaufe und mit ihnen irgendwie als Leitende, aber jetzt also Guiding eher. Das ist ein interessanter, das gibt es im Deutschen nicht so, aber da geht es eher darum, dass ich mit Ihnen da durchgehe und Sie auch sehen, irgendwie, was es da so gibt zum Navigieren und ja. Anleiten. Ja, es vielleicht. Ist sehr praxisbezogen. Ja. Mhm. Aber eben auch, es geht schon im weiteren Sinne um das Systemische. In der Pulpa lautet heuer das begleitende Thema Dimension. Wie findet das denn seinen Niederschlag? Das findet so seinen Niederschlag, dass durch die Gestaltung der Raum, den wir gemacht haben, wirklich ein bisschen eine andere Dimension ist. Uns wirklich so ein bisschen so ein Eintauchen in eine Wohnzimmerdimension quasi ist. Mhm. Sie haben es vorher schon erwähnt, wie war denn die Zusammenarbeit im Rahmen des Generators? Spannend. Spannend, weil der Generator irgendwie, der macht so dieses Ding, wo Kreative aus aller Welt kommen und ihre Köpfe zusammenstecken und mit den verrücktesten Ideen kommen. Und das wird dann irgendwie so abgeklopft, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und dann natürlich wird das meiste ändert sich dann doch.
Aber ich finde es immer wieder impressive, was die da so in kürzester Zeit raushauen und in Wirklichkeit da die gesamte Umgebung transformieren. Welchen Stellenwert nimmt denn aus Ihrer Sicht das Pulverfestival für die heimische Kreativszene ein? Das ist für mich schwer zu sagen, weil ich nicht von hier bin. Aber ich glaube eigentlich an den Großen, weil es kennen die Leute auch außerhalb von Vorarlberg und fahren da gern hin. Und ich glaube, dass das irgendwie ganz wichtig ist, dass man auch außerhalb sichtbar ist und irgendwie, ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass es solche Sachen gibt. Sie sind ja in London tätig, korrigieren Sie mich, wenn das nicht mehr... Ich habe schon mein Studium dort, aber ich bin jetzt hauptsächlich da. Ja, Sie waren lange Zeit in London tätig. Ja. Vielleicht können Sie uns auch ein bisschen etwas über Ihre Tätigkeit dort erzählen. Was waren das für Projekte, an denen Sie... Naja, ich bin so, was man dort einen Allrounder nennt, weil ich habe hauptsächlich irgendwie halt Creative Direction gemacht. Das heißt, ich bin alle Stationen durchgelaufen, das heißt, ich habe Schnitt und Editing und Kunstprojekte und Werbung, also ich war irgendwie überall so tätig. Dann bin ich natürlich irgendwie zum Unterrichten gekommen dort auf der Middlesex University, habe dort unterrichtet mehrere Jahre und bin dann, ich bin jetzt ganz neu hier in Vorarlberg, habe hier auf der FH angefangen. Ich habe zuerst irgendwie bei einem Intensivprojekt und einem Talk haben sie mich eingeladen und dann habe ich irgendwie gesehen beim Fachbereich Gestaltung, gerade am Kurs Intermedia und gerade am Master, gesehen, dass die ein neues Curriculum eben gerade implementiert haben, das ich finde, ist extrem weit vorne bei den Fragen, die mich gerade interessieren, weil es halt sehr viel über systemisches Design geht und sehr viele von den Challenges, die wir als Gesellschaft gerade fassen, in den nächsten Jahren adressiert und die richtigen Leute dafür ausbildet, finde ich. In Ihrem Lebenslauf stehen etwa auch Kooperationen mit namhaften Marken wie Versace, Armani, Fila. Was können Sie denn über diese Zusammenarbeit berichten? Ich habe da so einen Sweet Spot gefunden irgendwie in der Fashion, weil ich habe mich im Branding nicht so wohl gefühlt, aber Fashion ist irgendwie total witzig, weil die alle wahnsinnig sind, finde ich ein bisschen. Und denen so, die wollen einfach immer das Neueste und das Interessanteste machen und da spielt irgendwie Geld keine Rolle. Und meine ganzen Kunstprojekte haben denen gefallen und deshalb habe ich dort extrem viel Freiheit gehabt und es macht irrsinnig Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten. Ja. Warum sind Sie denn 2006 eigentlich von Österreich nach London übersiedelt? Erstens habe ich mich verliebt und zweitens, zu der Zeit ist mir Österreich ein bisschen klaustrophobisch vorgekommen. Ich bin damals in der Drum-Bass-Szene unterwegs gewesen viel und die ganzen Labels, mit denen wir gebucht haben nach Wien, die waren alle in London und für mich war London irgendwie auch sowas, wow, cool. Und dann bin ich dort nach dem Studium hängen geblieben und hab gleich während dem Studium viel gearbeitet irgendwie dort und habe dort meine Connections gemacht und ja. Jetzt vielleicht noch als letzte Frage, jetzt sind Sie ja in Vorarlberg, seit 2006 ist ja auch viel Zeit vergangen, hat sich da jetzt mittlerweile auch in Österreich viel getan, was die Kreativszene angeht? Ja, sehr viel, also es ist viel internationaler. Wenn ich jetzt in Wien unterwegs bin, ich höre überall Englisch und es ist jetzt nicht mehr so, dass man, früher war es so, wenn man in Österreich jetzt zum Beispiel einen Nummer-1-Hit macht, dann interessiert das niemanden auf der ganzen Welt und jetzt hat sich das geändert, es gibt jetzt nicht viele tolle Musiker, die international tätig sind, es macht für mich überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt in Vorarlberg bin oder in Wien bin oder in London bin, weil die Connections, die ich habe, die kann ich auch übers Internet machen und ja, abschließend würde ich auch gerne noch sagen, dass die Anmeldefristen für unseren Studiengang noch offen sind bis zum 30. Also schaut's vorbei. Dann haben unsere Zuseherinnen und Zuseher jetzt auch einen Tipp bekommen. Herr Altweger, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, freut mich und danke fürs Einladen.